Ja, ich finde es sehr mutig, dass man so ein extremes Spektrum abbildet. Ja? Also vom Sozialisten über den Weltuntergangsökonomen bis hin zu Bergsteigern, die 27 Gipfel besteigen. Das ist schon ein weites Spektrum. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das wieder zusammen? Und, aber es ist von der Vielfalt her, glaube ich, ganz anders, als ich es gewohnt bin, weil ich bin natürlich viel auf Kongressen unterwegs und das stirbt manchmal an monokultureller Öde, ja? Weil man eigentlich immer dieselben Themen nochmal hört. Es gibt vielleicht eine kleine Kritik, die man noch einwenden kann. Der Frauenanteil ist noch nicht hoch genug, vor allen Dingen auch auf dem Podium nicht. Da könnte man, glaube ich, noch was dran tun. Also das ist eine typische Paradoxfrage für den Zukunftsforscher, weil in dem Moment, wo ich das sagen würde und Sie würden das jetzt in die Welt verbreiten, würden alle das glauben, alle würden da hineinrennen und das ist wie mit den sogenannten Modeberufen. Ja? Wenn man sagt, was wird der kommende Modeberuf, dann haben Sie sofort Leute, die in 10 Jahre später schreiben, oh, ich bin bitter enttäuscht von Ihrer Vorhersage, weil ich bin Friseur geworden. Also um es auf einen kurzen Punkt zu bringen, die zentrale These ist, dass all den Geschäftsmodellen die Zukunft gehört, die den Menschen besser verstehen. Wir kommen jetzt aus einer Phase heraus, wo man teilweise auch mit brachialen Mitteln digitale Geschäftsmodelle auf den Markt geknallt hat. Die werden, glaube ich, zu großen Teilen auch scheitern, wenn sie nicht in der Lage sind, quasi die realen Vorteile und die realen humanen Emanzipationsprozesse abzubilden. Ja, also wenn man ein Beispiel hat in der Medizin, Sie können natürlich jedem ein Halsband umhängen, das seinen Puls misst und seine Sterbewahrscheinlichkeit ausrechnet. Nur werden A, die Menschen das verweigern auf Dauer und B, wird es nicht wirklich die Lebensqualität erhöhen. Also alles, was mit der Verbesserung von eigenen Fähigkeiten, mit Umweltfragen zu tun hat, mit Energiefragen, ja, also die großen Themen der Menschheit, das sind die entscheidenden Einfallstore, gerade für die digitale Technologie. Also Beispiel Energieproduktion. Wenn Sie ein Atomkraftwerk betrieben hatten, dann brauchten Sie kein komplexes Steuerungssystem von Energienetzwerken. Ja? Jetzt, wo wir in Deutschland 3,5 Millionen Leute haben, die über ihr eigenes Haus Energie produzieren, brauchen Sie natürlich ein intelligentes Steuerungssystem. Ja? Also es entstehen völlig neue Koordinationsmärkte, glaube ich. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, ich nehme mit, dass diese Branche sich tatsächlich auch bemüht, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Sonst hätte man so jemanden wie Giese, glaube ich, nicht eingeladen. Und dass sich auch, ich sag mal so, diese doch digitale Strenge, die es in den letzten Jahren gab, sich etwas verändert. Man öffnet sich wieder zu lebensweltlichen Themen und außerdem kann man auch ein bisschen offensichtlich ökonomische, nochmal neu anfangen, Sie können das ja schneiden. Und offensichtlich hat man ja auch ein bisschen astronomische Praxis gelernt, weil dieser Tag genau am Tag einer Sonnenfinsternis stattgefunden hat. Und das war schon prophetisch.